Na, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir weitermachen mit der aktuellen Welt oder Reise 2 beginnen. Wenn ihr jetzt nicht neu beginnt, könnt ihr die Reise später an der Tafel der Gnade in der Tafelrunde beginnen. Na, so wie bei Dark Souls 3. Man kann direkt die nächste Runde, also New Game Plus, starten oder jederzeit, wenn man das möchte. Tretet ihr die zweite Reise an, könnt ihr nicht mehr in die aktuelle Welt der Reise 1 zurückkehren. Reise 2 beginnt. Kill erstmal alle NPCs. Ja, könnte man machen. Tatsächlich. Könnte man machen. Damit man da noch alle Items und so mitnimmt. Aber wir sind ein... Wir sind lieb. Oh. Ich brauche New Game Plus, weil ich zwei Waffen... Ich habe zwei Waffen nicht eingesammelt im normalen Game. So, jetzt wird erstmal der Tutorial-Boss hops genommen. Nehmen wir noch 350k auf Tasche, Mimasche. Inshallah. Werden die uns jetzt nicht abgeknüpft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schwer die sind im New Game. Plus Arena. Ich glaube, da mache ich sogar auf ganz entspannt, zur Sicherheit, mir den Drachen-Großschild-Talisman ran. Dann sollte der uns überhaupt nicht töten können. Noga, moin. New Game Plus wird die Schwierigkeit erhöht. Ja, sogar deutlich. Nicht im Anfangsgebiet, aber nach und nach. Hör, ich bin nicht mal voll geheilt. Ja, moin. Hab ja auch nicht gerastet. Naja, am Anfang ist man noch ziemlich stark. Aber die Gegner geben auch deutlich mehr Runen und so. Ah, moin. Das schmeckt. Einfach Tutorial-Boss geklappt. Jetzt muss man hier vorne langlaufen und runterfallen. Ja, Knogger, gerade eben. Ah, die Runen bleiben auf Tasche. Besser. So, wie viel Spielzeit haben wir? 97 Stunden. Wahnsinn. Die ganze Welt hat sich resettet, was aber ehrenhaft ist, alles, was man entdeckt hat, bleibt entdeckt. Man muss nicht mehr die Map-Fragmente einsammeln. Leider sind die ganzen Schnellreisepunkte auch weg. Aber das finde ich, gut überlegt, dass die Map aufgedeckt bleibt. Genau, alle Gnaden weg. Fällt man alle Waffen, Aschen, Schlüsselobjekte. Ich denke, die Schlüsselobjekte sind weg. Außer jetzt hier die Tranktränen. Und das, was man halt so hat an... Guck mal, alles, was so konsumierfähig ist, ne? Steinschwertschlüssel und so. Das bleibt alles im Inventar, auch die Larventränen. Aber alle storyrelevanten Items, die irgendwelche Türen oder so öffnen, die musst du neu einsammeln.
So, jetzt werden wir erstmal den da vorne verprügeln, würde ich sagen. Einfach, weil er es verdient hat. Einfach, weil der Bre es verdient hat. Schön Blutung und Frostfest in sein Gesicht. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage der nimmt, der Bratan. Nimmt schon gut. Und die fucking goldene Hellebarde habe ich einfach bei meinem ersten Run verkauft, ich Idiot. Mega starke Waffe, Chat. Falls ihr das Game irgendwann nachholen werdet, das ist eine der stärksten Waffen im ganzen Spiel und eine der besten Waffen, die ihr am Anfang spielen könnt. Gerade wenn ihr einen Charakter gestartet habt, der hohe Stärke und Glaubenswerte hat. Kann ich irgendwas craften? Aber man hat sein Pferd von Anfang an. Okay. Jetzt muss man nur die beiden Waffen einsammeln. Einmal bei der Hütte des Kriegsmeisters. Die ist gar nicht so weit weg. Und noch in der Hauptstadt. Und dann habe ich den Lachs Platin. Ich kann es gar nicht glauben. Wow. Eine wunderschöne lange Reise endet. Leider. Einfach 2 Wochen lang Elden Ring gezockt und gestreamt. Fast täglich 10, 12 Stunden. Für die Hauptstadt musst du 2 große Runen haben. Öffnen sich sonst nicht die Tore? Ich würde sagen, man kann einfach reinlaufen, oder? Gibt ja auch einen gibt ja auch einen Hintereingang. Zwei Level-Ups. Noch irgendwelche großen Runen zum Ploppen. Ah, wir haben gar nicht bei der Frau geschaut, ne? Was die Rune vom Endboss gibt, von der Eldenbestie. Werden wir ja gleich rausfinden, Chat, ob das versperrt ist. Trotzdem weiterhin 2 Level-Ups. Nehme ich Leben mit oder Damage? Ach komm, Geschicklichkeit, ja. Ne, falls ihr das Game irgendwann demnächst nochmal neu startet, Chat, hier in der Siedlung, beziehungsweise nicht Siedlung, hier in diesem Lager gibt es ganz am Anfang schon echt eine gute, schwere Zweihandwaffe. Das Großschwert der Getreuen. So, der Bre ist hier auf der anderen Seite. Melenias Waffe ist ultra geil. Die ist super schnell und unglaublich groß. Kann ich auch gleich mal auspacken. Den Lachs ja auch auf plus 10 gemacht. Katana, Style. Aha. Goldenen Saatenspor neu. Ah ja, die Werbung kann ich wieder anmachen, ne? Spiel das Moonwill Katana. Macht keinen Sinn, weil ich gar keinen Punkt in
Magie habe. Da macht es kein Damage. Hier sind wir bei der Hütte des Kriegsmeisters. So, und ich überprüfe jetzt das, was ihr gesagt habt, Chat. Einige meinten, man braucht seine Waffe nicht für die Waffentrophäe. Deshalb töte ich ihn jetzt nicht, sondern sammle erst die andere ein. Was sagt ihr, Chat? Ich könnte jetzt hier an der Seite bei der Borg langreiten und Margaret und Godric skippen. Aber warum sollten wir das machen? Ich würde sagen, wir vernaschen die beide. Einfach, weil wir es können. Autsch. Ah, der Damage geht eigentlich. Na, wir sind ja auch im Startergebiet. Die Waffe ist so schön schnell. 1400. Also, schauen wir mal. Und da hinten rein zur Burg. Sturmschleier. Hier ist doch die Hütte mit der... Ja, mit ihr muss man reden, Chat. Sie upgradet eure Beschwörungsaschen. Ah, sie gibt einem auch die Qualle. Und dann muss man, glaube ich, mit dem Schmied reden in der Tafelrunde, ne? Und dann moved sie. Ja, Ehrenbruder Qualle. Zack. Boah, ich bin gespannt, wie viel Damage ich gleich den Bossen mache. Zeit vertreiben. Gehen wir mal bis zum Mittag, ob sie jetzt schon weg ist. Weil, wenn sie moved, droppt sie auch noch eine goldene Saat. Ist gerade für die Leute, die das erste Mal durchspielen, wichtig. Ah, sie ist noch da. Okay, man muss erst anscheinend mit dem Schmied in der Tafelrunde reden. Mit dem kann man ja erst reden, wenn man zur Tafelrunde geportet wurde. Oh Gott, die Frames. Ach du Scheiße. Na, hier sind wir wieder bei der Ehrenbruder Borg. Lang ist her, dass wir hier waren. Schau dich an, wie stark die Waffe ist. So schnell und so riesig. Soll ich euch mal den Tanz der Kraniche zeigen? Vielleicht kriegen wir den Lachs nachher einmal komplett durch bei einem Boss. Ich sehe gerade, die großen Runen sind auch weg von den Bossen, ha? Oder? Ja. Die großen Runen sind auch weg, Chat. Deshalb oben links keine ausgerüstet. Aber die Waffe ist es einfach. Ah, hier kommt doch gleich. Ha! Hier kommt er doch schon. Verzögerte Schläge, liegen hier. Von Blut und Kick. Boah, ach du Scheiße. Ja, ein bisschen Damage kriegt er schon rein, der Bratmann. Miese Zeiten brechen an. Was gibt der dann eigentlich? Weil der gibt ja eigentlich einen Talisman-Slot. Nichts gibt er.
Okay, der Eingang ist versperrt. Wir müssen also wieder den Umweg gehen. Ne, einige meinten, man muss zwei Mainbosse legen, dass man in die Hauptstadt kommt. Dann machen wir das. Am E-Zeit. Rede mit ihm. Warum? Ach, wenn man mit dem Typ redet, dann geht's auf, oder was? Na gut, wenn ihr das meint. Dass ihr euch das alles immer merkt. Haupteingang sollte ich nehmen können mit dem großen Lebensbalken. Komm. Jetzt einmal rasten oder was? Forgive me to see whether or not. It seems my worry torrent had whereas I merely terrors, but I can take gathering place. Let my hand rest. Jetzt tut sie einen zur Tafelrunde orten. Ich glaube, nachdem er Margaret gelegt hat, richtig? Aha, guck mal. Ah, die Tür ist einfach noch zu. Müssen wir erst Godric legen, dass wir uns die Spells anschauen können. Und hier ist der Schmied. Muss man nicht mit ihm reden wegen der Frau? Ich hätte nochmal lesen sollen. Die wollte ja, dass man eine Nachricht überbringt. Ah, der Zauberer hier ist auch noch nicht da. Einfach in der neuen Tafelrunde. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie sich auch resettet. Oh, wenigstens kann man jetzt hier mal wieder dicke Runenbogen reinshoppen. Das finde ich ein bisschen doof, Chat. Was sagt ihr, dass sich im New Game Plus die Klangperlen resetten für die Händlerin und man deshalb wieder die ganzen Steine neu, also man kann sie nicht alle kaufen. Das würde ich richtig geil finden, wenn sie das lassen würden. Dass man trotzdem weiterhin alle Waffen ausprobieren kann. Auch die Linien, ja. Hast ja gerade gesehen, die Lilien waren auch weg. Na, das Game wird halt gegen Ende schwerer im New Game Plus. Da, wo es dann sowieso schwer war, wird es noch schwerer. Jetzt hier in den Anfangsgebieten. Die Gegner sind halt trotzdem Todesküssen. Kann nichts machen. Erstmal gleich Godric weghauen, den Hund. Ich hab so Bock auch auf Ehrenrun in Dark Souls 3 und Bloodborne und Sekiro. Geht's hier auf? War das eigentlich Patches, der einen da zumacht? Boah, wir können Patches eigentlich jetzt mal treffen, wenn wir wollen. Weil wir ihn beim ersten Mal nicht getroffen haben. War das der Typ am Tor? Returnal Platin Run. Returnal Platin ist halt, macht keinen Sinn, weil da ja alles zufallsgeneriert ist und die Objekte bei mir einfach an einer anderen Position sein werden als bei euch. Keiner kann einen Guide machen für Returnal, außer halt die groben Mechaniken, ne? Die ganzen Sammel-Items sind alle zufällig. Der
Typ am Tor klaut dir auch Seelen, wenn du stirbst. Ist das nicht die Mechanik auch von Elden Ring, dass wenn du stirbst und die Runen einsammelst, dass dann ein paar fehlen, immer so 500 oder so? Nicht immer, aber manchmal. Alter, der hat uns so gequält am Anfang. Bist du noch? Jetzt hau ich ihn weg. Boah, der Damage von der aktiven Fähigkeit auch so saftig. Ja, Returnal werden wir auch mal wieder zocken. Ein Banger Game. Die Runenbogen sind dafür da, um deine Boss-Rune zu aktivieren, die du ausgerüstet hast. Und da wir jetzt ja noch keinen Main-Boss haben, haben wir auch keine Boss-Rune. Übrigens, Chat, wir holen jetzt einen Talisman, den ich beim ersten Run nie geholt habe. Der ist richtig gut. Weil man macht ja schon oft Sprungangriffe, ne? Und der erhöht einfach den Damage von euren Sprungangriffen. Jetzt mal einfach hier hoch. Da oben liegt er dann schon. Boah, die Waffe ist auch so geil, weil die deutlich größere Range hat, als man denkt. Bum, 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 bum. Alter, so eine lange Leiter. Klauen-Talisman. Verbessert Sprungangriffe. Absolut mitnehmen, den Lachs. Wie viele Talismane man gleichzeitig nutzen kann? 4 ist das Maximale. Aber du musst erstmal in die glückliche Position kommen, so viele Slots zu haben. Tot. Da unten war ich tatsächlich noch nie. Ich weiß gar nicht, wie man da unten hinkommt. Ja, auch der Stoßschaden im New Game Plus. Nicht weniger gering. Danke, Chat. Die Waffe sieht gar nicht so schwer aus, ne? Ich finde die Waffe so stark, weil... Also doch, sie ist groß, aber sie ist so schnell. Und trotzdem hat sie eine krasse Reichweite und noch eine gewisse Schwere. Also ich glaube, ich werde auch einen Run machen, komplett vielleicht mit der Waffe mal. Weil die wirklich Baba ist. Die Haut geht auch so heftig aus der Balance. Ach, hier ist der Zauberer. I'm looking when I'm not hot but enough about this place. Not exactly. I see. You can see. Well, I'm time. But still, I'm privy to. Would you care to as a fellow? Der moved jetzt in die Tafelrunde. Wie spielt jeder zweite? Ist doch langweilig. Wirklich? Ich habe tatsächlich die noch fast niemand gesehen, dass er sie gespielt hat. Ja, ich weiß ungefähr auch noch, wo der Boss ist. Wir könnten jetzt hier unten lang laufen oder hier links. Naja, moin, hier geht's gar nicht mehr lang. Dann müssen wir nochmal zurückporten. Wo du die Klangperlen für die Gräberlinien findest. Unterschiedlich. Es gibt 4 Stück oder so. Auch für die ganzen Upgrade-Steine. Dass man die dauerhaft beim Händler kaufen kann. Wenn Google nichts ausspuckt, versuch's immer auf Englisch. Auf Englisch gibt es immer deutlich mehr Guides und bessere meistens auch. Na, schaut euch die Waffe an. Crazy schnell und stark. Geile Kombi.
Also die Waffe habe ich so unterschätzt. So unterschätzt die Waffe. Wahnsinn. Chat, chillt. Ich finde den Weg. Entspannt euch. Die Waffe, Chat, gibt es auch richtig früh. Hier kommt ihr raus, Startgebiet, hier ist der See und hier gibt's die schon. Siegelgefängnis des Bluthundes, da gibt's die Waffe. Gebrauch, Stärke und Geschicklichkeit von 17, also die Stats kriegt man auch ja, recht früh eigentlich voll. Ihr könnt ja, wenn ihr sie doppelhändig nehmt, die auch noch früher anlegen. Aber ihr braucht halt Dunkelsteine, um sie zu upgraden, ne? Alter, die Reichweite der Waffe. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Jo. Let the winds lift you to a higher place. Kann man sich echt einen Bossfight beschwören? Also kannst du sie beschwören und noch eine Beschwörung. Also eine Geisterasche. Dann wird der Godric richtig totgefickt. Obwohl, der bleibt schwer, der Bri. Oh ja. Godric Hops nehmen, da sehe ich uns. Oh, ich werde ihn richtig hauen. Ich werde ihn richtig hauen, pass auf. Ich hau mir eine andere Arzneimischung rein. Zack. Auch das mit der Balance-Haltung. Das ist so stark. Auch aufgeladene Angriffe, ne? Da gibt es ja auch noch einen Talisman, was das auch noch erhöht. Wirklich, diese Arzneimischung, Chat, gebt mal gerne da Feedback. Ich finde das so eine geile Idee, auch wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Genial. Und wie du nach und nach auch diese Tränen findest in der Welt. Manche Gegner droppen ja 2, 3 Stück. Ne? Immer diese großen Bäume. Einfach eine geile Idee. Das ist übrigens mega stark gegen diesen Blutfürsten. Hebt dann diese Siegel auf. Ich habe den sogar ohne gelegt. Ich habe ein paar Sachen, glaube ich, noch nicht gefunden, ne? Erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu durchbrechen. Zwischensequenz, schauen wir uns nochmal an. Mit 31 Tränen. Godric, ich komme für dich, mein Hübscher. Ja. Ah, moin. Blutung und das Frost gleichzeitig. Ich glaube, ich hätte ihn sogar töten können, ne? Ich glaube, ich hätte die Phase skippen können, wenn ich einfach weiter draufgeschlagen hätte. Aber ich wollte nochmal die Zwischensequenz schauen mit euch. Truest of Dragons. Lend me thy strength. Malenia mit ihrem eigenen Schwert own. Ganz nette Idee, aber ich glaube, die Waffe ist zu leicht, um sie aus der Haltung zu schlagen. Und bei Malenia muss man fast eine schwere Waffe benutzen, sonst ist sie zu stark, weil sie sich so krass gegenfühlt.
stimmt, man kriegt ja auch die Boss-Echos nochmal. Also spätestens im New Game Plus Run hat man beides. Von allen Bossen dann, wenn man möchte. Ja, Patches. Guter Call. Sackgasse? Oder gibt es hier eine geheime Wand? Ja, Godric ist recht schwer am Anfang. Weil er wirklich starke, verzögerte Angriffe hat. Mit seiner Axt. Ist aber auch ein sehr geiler Main-Boss, ne? Meinen heiligen Zweihänder kann ich auch benutzen, aber bei den habe ich ja so lang gespielt. Jetzt einfach mal ein paar andere Waffen benutzen, bockt auch. Ah, hier kommt man jetzt raus, ne? So, lass mich kurz grübeln. Zack. Dann gehen wir mal Patches besuchen, oder? Tipps für den Kampf mit Radan. Ich würde Radan so spät wie möglich machen. Boah, Digga, das war falsch. Was? Radan einfach so spät wie möglich machen. Wo ist denn die Hellebarde? Bin ich blind? Einfach wieder sortieren. Na, 30 Stärke, Geschicklichkeit, Glauben. Hat, glaube ich, wenn man sie upgradet, ein saftiges Glaubensscaling. Kann man geil mit Glauben zusammenspielen. Goldene Hellebarde. Kann ich die Waffe auch noch tragen? Ist die Frage. Schauen wir mal, wie viel wir mit Drache an Damage machen. Komm, Blutung, kick mal. Und Eis. Ah. Gönn. Bro, da droppt nix. Also, Patches kommt in die Richtung hier. Was wir jetzt machen, wir legen jetzt zwei Main-Bosse, gehen in die Hauptstadt und holen Platin. Und je nachdem... Ah ne, hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier kommt der Dungeon-Eingang. Eine Abbiegung weiter oder so ist es, ne? Der Drache war kein Endboss, nein. Eine Mini-Boss quasi. Ja, Drachen sind sehr tanky. Kann man auch sich aufheben. Die machen schon Spaß zu... bekämpfen, aber ich glaube, ihr wisst ja jetzt meine Meinung. Ich mag es halt nicht so, so diese großen Gegner zu bekämpfen, weil die immer so ja, andere Angriffe halt haben, ne? Die
menschliche Gegner. Die fighte ich am liebsten. Deshalb habe ich auch Sekiro so gefeiert. Einen weißen Riesendrachen. Ich glaube, den muss man töten für Platin, sonst bekommst du seinen Spell nicht. Und der ist Platin-relevant. Und man so, ja, der wehrt sich ja gar nicht. Du kannst seinen Schweif hitten mit einer Blutungswaffe und ihn so legen. Und das gibt richtig krass viele Seelen und du kriegst 5 Drachenherzen. Was übelst sick ist. Patches one-hitten? Ich hoffe nicht. So, hier geht's rein in die Höhle, Chat. Hier geht's rein in die Höhle zu Patches. Patches, Matches. Was man für die Drachenherzen bekommt? Drachenspells. Und je nachdem, welchen Drachen du gelegt hast, bekommst du auch andere Drachenspells. Man muss halt Arkan für die skillen. Die sind aber echt gut. Nach Patches können wir abchecken, was wir für die Ellenbestie bekommen. Für die Rune. Also die Waffe ist wirklich Baba-Chat. Ich bereue ein bisschen, dass ich die so unterschätzt habe. Aber ich war auch in meinem Run zufrieden mit der Magie. Dann mit dem... Ah, 5-mal Pilz. Und dann mit... Das ist einfach immer noch die geilste Waffe. Ich bin so in Love mit der Weapon. Auch wegen der gottlosen, aktiven Waffenfähigkeit. Ach ja, moin, ich habe ja noch den Tanky-Ding an. Kein Wunder, kommt hier kein Damage rein. Wir können auch in dem Run die Questline mit Ehrenbruder Krug machen. Mach mal kein Eisfett. Oh mein Gott. Kann man ihn jetzt einfach töten, wenn man wollen würde? Goldene Rune. So ein Troll. Der sieht aber ein bisschen anders aus. Ah. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a guinea. Die gibt's einfach in jedem Souls-Game, ne? In jedem Dark Souls-ähnlichen Spiel. Bloodborne gibt's den ja nicht und Sekiro. Aber Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3. Und sogar jetzt in Elden Ring. Vergeben und vergessen. Manches lässt sich nicht vergeben. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. Haferschleim. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Wie funktioniert das, Chat, dass er einen da so portet? Jetzt portet er sich in die Tafelrunde, oder was? Wo sitzt er jetzt? Ah, jetzt schauen wir uns erstmal die Dinge an. Die Rune. Are you here? Let's go. Bleibt er da? Wir gehen dann seine Questline weiter. Weil der kann dann ja richtig früh schon zu diesen beiden eisernen Jungfrau porten. Jetzt bin ich gespannt. Marikas Hammer und heiliges Reliktschwert. Eine Glaubenswaffe.
Ein Schwert gefertigt aus den Überresten eines Gottes, der ewig leben sollte. Interessant, einfach mal eine Hammerwaffe, ne? Aber der hat uns doch gar nicht mit dem Hammer angegriffen, oder? Ach so, von der ersten Phase, klar. Er sitzt im See vor der Akademie und erzählt einen von der Eisernjungfrau, die einem direkt zum Baum teleportet. Aber das macht sie ja nicht. Jetzt tun wir erstmal etwas machen, Swarty, was längst überfällig ist. Gönn dir den Stein. Chat, gönn mal ein bisschen Liebe für ihren Bruder Swarty, der hier mit dicken Tipps zu allen Questlines immer und Rat und Tat zur Seite stand. Und der auch alle drei Enden vorbereitet hat. Mit mir, also mit uns. Sonst hätte ich noch New Game Plus Plus die Enden machen müssen. Komm, ich hol mal das Schwert. Was habe ich mir da geholt? Noch gar nichts, oder? Boah, den Flammenspell will ich eigentlich. Glaube 27, den kann ich einfach benutzen. So. Die könnt ihr auch noch verdoppeln, wenn ihr sie schon gekauft, also wenn ihr gekauft habt damit. Das ist auch sehr gut gemacht an dem Spiel. Ihr könnt trotzdem in einem Mausoleum die noch verdoppeln. Ah, was wollte ich jetzt? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wollte ich gerade machen? Ach so, den Spell ausrüsten, ich Lümmel. Zauber lernen. Viel zu wenig Feuermagie eigentlich benutzt, ne? Brenne, o Flamme. Auch den Spaßsturm genannt. Haltreihenfolge, immer wichtig und richtig. Wow. Ach, das ist diese Farmfähigkeit. Ja, ja. An dieser einen Stelle, Chat. An dieser einen Stelle, wo die Gegner AFK sitzen. Da kann man mit dem Spell die richtig weghauen. Ja, die Reichweite ist krass. So. Da gebe ich euch auch noch einen Tipp, wie ihr da richtig schnell hinkommen könnt. Und wenn ihr euch hier bei den ersten Schritten hinportet, da wo ihr rauskommt, das Spiel beginnt, da steht ja so ein Mönch, ne? Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er nämlich schon gemoved. Hier stand er. Und der ist dann bei irgendeiner Kirche hier. Der ist es nicht. Rosenkirche war es auch nicht. Ich glaube, Kirche der Seuche, oder? Oder Gelübde? Nee, da ist die Schildkröte. Echt? Bei der Rosenkirche? Chat weiß wieder alles. Und wenn ihr da mit ihm redet, gibt ihr euch ein PvP-Item, wo ihr 5-mal invaden könnt. Und ihr müsst aber nur 3-mal invaden, egal wo. Und ihr müsst nicht mal gewinnen. Ihr könnt auch, wenn ihr rein spawnt, direkt wieder rausgehen. Also euch mit dem Item wieder rausporten. Wenn ihr das 3-mal gemacht habt, dann gibt er euch ein einmalig konsumierbares Item, was euch direkt in dieses Blutgebiet portet. Was natürlich viel zu schwer ist für den Punkt des Spiels. Aber da kann man dann, rein theoretisch, könnte ich das jetzt machen. Und dann könnte ich da Runen farmen an der Stelle, wie ein Blöder, wenn ich wollen würde. Kannst du immer benutzen. Das Item bleibt bei dir. Sicher?
Man hat ja da eh das Bonfire. Ging's denn hier nochmal runter? Man muss außen rumlaufen, oder? Okay, Chat. Gut. Wusste ich nicht. Ah, chillig. Da geht's runter. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, dann im New Game Plus richtig früh in das Gebiet zu kommen und Runen zu farmen, wenn man möchte, ne? Ich weiß nicht, ob das Item im Inventar bleibt im New Game Plus oder ob man es dann immer neu holen muss. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Weil wenn ich das jetzt schon gemacht hätte, im normalen Run, könnte ich es ja jetzt einfach nutzen, um mich dahin zu porten. Was hat die Waffe für Scalings? Auch, also es gibt so viele Waffen, die Stärke, Geschicklichkeit, Glaubensscaling haben oder Geschicklichkeit und Weisheit, ne? Ich glaube, die Spieldesigner-Chat wollten, dass man auch Zauber benutzt. Dass man nicht nur rein Nahkampf spielt. Sondern dass man auch entweder Magie oder Glauben benutzt. Deshalb gibt es so viele Waffen, die mit all, auch da eben skalieren. Ja, moin, die macht ja auf Level 1 viel Schaden. Danke, Chat. Ist halt auch bei der Waffe, ne? Die knallt. Ist auch eine schwere Waffe. Haut die Gegner auch aus der Balance. Könnte ich sogar, wenn ich wollen würde, auf plus 10 machen. Ich hab ja die Steine dafür. Ein bisschen Damage-Unterschied mit der Plus-10er-Waffe. Was ist denn das für ein Typ? Großschwert. Standardstich. Den Akademie-Schlüssel müssen wir auch neu einsammeln, ne? Gibt es irgendeine Möglichkeit, Chat, wie man schneller zum zweiten Boss kommt? Oder muss ich wieder durch die ganze Akademie durchsteppen? Wie lange noch bis Platin? Ich schätze 20, 30 Minuten. Au. Die Map bleibt weiterhin offen, muss aber die ganzen Ort der Gnade wieder neu entdecken. Digi, wieso wird man hier getimeoutet, wenn man dich Noob nennt? Für die Frage erstmal eine Woche. Zack. Wen nennst du hier Noob, Digga? Bist du doof oder was? Noob bedeutet Anfänger. Ich glaube, du bist ein Twitch-Anfänger. Twitch-Chat-Anfänger. Nimm das Portal. Bringt mir nichts ohne den Akademie-Schlüssel. Der Damage-Unterschied. Also bis jetzt mache ich sehr saftigen Damage. Aber nur das Late-Game-Gebiet. Nur das Ach, hier ist Pelol. Hier ist einfach Patches jetzt. Der würde uns jetzt zu diesen beiden eisernen Jungfrauen porten. Hier war ich auch noch nie. Es gibt noch so viele Stellen, die ich nicht entdeckt habe, ne? Lol, hier war ich einfach noch nie.
Malerische Insel. Okay, und hier hinten war der Schlüssel, ne? Schon ein Stückchen. Tot. Hier ist so ein Zepter. Das leitet uns hier in irgendeinen Dungeon. Musst du derbe aufs Klo, aber willst weiter gucken? Geh doch kurz. Reite jetzt eh nur zum magischen Schlüssel. Den Drache nehme ich, glaube auch noch hops, einfach weil er immer rumgenervt hat. Und dann gehen wir rein in die Akademie. Warum ich meine anderen Gnaden nicht mehr habe. Im New Game Plus werden die resettet, aber die Map bleibt erkundet. Na, ohne Blutgebiet sind die mir auch angenehmer. Was glaubt ihr, Chat, gegen was ist ein Eisdrache empfindlich? Blitzfett? Fäulnis? Feuer? Na, Wasser gibt's nicht. Feuerfett probiere ich mal aus. Ist das kein Eisdrache am Schlüssel? Schweinefett. Was ist denn das für ein Drache? Das ist ein Magiedrache. Was gegen Magie effektiv? Blitz? Oh, wieder also einer mit so einer Riesenkeule. Eigentlich müsste der Feuersturm doch ihnen auch voll viel Damage machen, oder? Boah, wie geil die Flammen aussehen auf der Waffe. Pock. Na, geht schon. Nein! Oh, ehrenlos. Aber er kommt jetzt angelangt. $50k. Mods, diesen Command, den können wir mal rausmachen mit dem Twitter-Post. Ich twitter ja nicht mehr, wenn... live gehe. So, und wie kommt man jetzt nochmal zur Akademie? Muss ich dafür dieses Portal nehmen, was wir da gerade entdeckt hatten? Das portet einen dahin, oder? Oh, Sidechain, ich wollte ihn selber bannen. Okay. Oder man kann hinlaufen mit der Brücke, oder? Ja, wir sind im New Game Plus. Lol, die habe ich hier noch nicht getroffen. Die ist doch später in dem Haus, ne? In dem Haus mit dem Schlangenboss.
Mit der kannst du früh ins Vulkan anwesen, okay? Bro, wo ist die Akademie, Mann? Ah, hier. Einer von den Hummern verwandelt sich einfach in den Tutorial-Boss und droppt richtig früh eine Larventräne. Kein Teleporter. Schmiedstein plus 3. Moin. Vulkananwesen ist sehr geil. Auch die Questline von der Frau ist sehr nice, finde ich. Mit Drachenherzen kannst du Spells kaufen. An Kirchen der Drachenkommunion. Gegen Drachen ist das Drachenwundenfett effektiv. Ist das dann ein Übersetzungsfehler? Da steht dran, gewährt besondere Drachenangriffe. Oder ist damit gemeint, dass du andere Angriffe machst gegen einen Drachen? Für mich klingt es so, dass wenn du Drachenmagie benutzt, die dann anders funktioniert. Moin, Mr. Krabs. Drück 4 und release. Und release. Ja. Lesen immer Pfeifett in dem Spiel. Gewährt Effekte gegen Drachen. Ja, moin. Nie benutzt. Deshalb, Chat, wenn ihr das Game zockt, jedes Item, was ihr bekommt, lest das immer gründlich in Ruhe durch. Das ist so wichtig. Arschloch. Meinst du mit Timer Reset? Hi. Bist du hi oder was? Sub-Alerts sind immer noch aus. Sorry, Chat. Auch für die Leute, die jetzt rein donated haben. Machen wir den Lachs wieder an. Vorhin für die End... Für die End... Sequenzen habe ich alles ausgemacht. Rein in die Akademie ein weiteres Mal. Die Rüstung gibt es als Teil der Rani-Quest. Da musst du gegen den Wolf kämpfen. Und den Helm gibt es noch einzeln woanders. Feier das mit den Fetten. Deshalb ist übrigens die Waffe auch sehr stark, die ich gerade hab, Chat. Weil die Waffe an sich schon super stark ist, Blutung drauf hat und man kann sie auch einfach noch mit Fetten überziehen. Mauser! Du direkt testen, ob der Alert wieder da ist. Er ist da. Danke für die 10 verschenken. Wisst ihr was? Ich hab Bock, Chat. Wir holen uns noch Godrics Rune. Holen uns erstmal hier ein Bonfire. Boop. Alter, Godrics Rune. Let's go! Dann laufen wir die ganze Zeit dauerhaft rum mit der Runenbogen-Magic. Haupttor.
hast keine Kriegsasche dafür. Ich finde sowieso die Unique Weapons. Ey, das Tor ist immer noch nicht offen. Ey, Mano. Die Unique Weapons sind meistens sowieso, was die Asche angeht, sehr gut. Es gibt natürlich einen Haufen guter Aschen, ja. Aber die Unique Aschen sind meistens richtig, richtig, richtig gut. Zum Beispiel alleine von dem Flammenschwert, was ich immer benutze. Absolut OP, Digga. Braucht man gar keine andere drauf. Gibt's eigentlich die Asche auch, Chat? Oder gibt's diese Fähigkeit nur in der Waffe? Ich habe die nämlich noch nie woanders gesehen. Sind wir, glaube ich, richtig. Ob du in das Spiel klettern kannst? Kletter nicht, wenn du das meinst wie in Demon's Souls Remake, wo du so dich an kleine Vorsprünge hochziehen kannst. Dieser Move ist so stark, ne? Echt? Bluthundschritt gibt's als Asche? Okay. Aber die vom Gottestöter gibt's nicht. Habe ich nie gesehen, dass irgendjemand anderes die Fähigkeit genutzt hat. Mit einer anderen Waffe außer der. Zack. Dann halt jetzt nochmal, was für Vorteile Ziele hat man in MG? BS habt heute Melanie ordentlich im Dreier gebattet mit ihrer eigenen Waffe, Blutung. Ja, du kannst halt einfach nochmal das Spiel durchspielen, ne? Weiter dich leveln, alles Mögliche durchprobieren, wenn du das magst. Das ganze Game resettet sich halt wieder. Du kannst halt nochmal alle Bosse bekämpfen, wenn du darauf Lust hast, ne? Das wird halt deutlich schwieriger. Gerade im Endgame. Und es gibt deutlich mehr Ressourcen, also Runen. Brauchst du ja auch, ne? Oh! Hier ist auch nicht richtig, Mann. Ich will doch einfach nur den Hintereingang nehmen. Ist schon, was ich meine. Ja, wieder fast runtergefallen. Man kennt ihn. Ich glaube, da bin ich auch. Das erste Mal, wo ich es durchgespielt habe, bin ich da runtergefallen. Hier sind wir jetzt vorne. Die ist richtig, ne? Ah ne, oder war da weiter oben? Ich kann jetzt wieder die Map nicht aufmachen. Das wird das Schlimmste. Ne, hier an der Seite geht's nicht weiter. Hier unten müsste es sein. Gibt's auch bessere Items im New Game Plus? Ich habe nichts dergleichen gehört. Das scheinen sie nicht reingemacht zu haben. Oder Chat, gibt's irgendwelche Talismane Plus? Zwei oder so? Nicht, dass ich wüsste. Hier sind wir richtig. Ist die Waffe geil. Du bist der beste Streamer der Welt. Kuss geht raus, kleiner als drei. Oh, der Welt. Danke für die Props, mein Bester. Ich hab den Ausdauer-Talisman an. Trotzdem. Regeneriert sich der Lachs so schwer, langsam. Danke für die Props. Oh, Eis sieht auch so lecker aus.
Danke noch für die Donations und die Sub-Bombs. Vielen Dank. Al-Kaitun. Übrigens, nein, nicht jetzt wegen der Donation, die gerade reinkommt, aber ich überlege, ob ich Donations ausmache. Also man kann noch donaten, aber dass man es nicht mehr, dass nicht mehr vorgelesen wird. In der Zeit bei den Elden Ring Streams kamen wirklich so viele Donations rein, die einfach genervt haben. Oder einfach, nicht böse gemeint, aber irgendwelche dämlichen Fragen immer. Ja, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, mir das für ein paar Euro anzuhören. Nur abgehoben, Digga. Aber einfach true story. Mach ich aber den Trimax, mach den Scheiß aus. Mal gucken. Habe ich mir noch nicht schlussendlich entschieden, aber war schon teilweise auch in Bossfights immer sehr nervig. Der ganze Scheiß ist ja dann auch rückwirkend in den ganzen Runs auf YouTube auch noch drinnen, ne? Das ist eigentlich fast Schmutz. Warum ist denn der jetzt? Ach so, der andere Riese hat ihn einfach mit dem Pfeil getroffen. Oha, der Damage da, fuck. Tötet ihn einfach. Der fällt aber schon wieder um. Deshalb. Ey, das wollte ich nicht. Tot. Nochmal. Eisfett, bitte. Pferd? Und Dauer-Sub-Mode, die Geizer müssen nicht schreiben. Ich bin darauf stolz. Das ist auch Teil meiner Streamer-Identität. Dass trotz der sehr beachtlichen Zuschauerzahlen ich nie Sub-Mode eigentlich anhab. Und jeder Ehrenbruder kann schreiben, weil jeder Zuschauer ist in meinen Augen Supporter. Und nicht nur Leute, die einen Sub raushauen. Danke noch an der Stelle für die ganzen frischen Follows, die reinkommen. Gerne, wenn ihr Bock habt, kostenlos reinfolgen für die neuen Zuschauer. Und auch mal nachluschern, vielleicht ist der Prime-Sub ready, Twitch Prime und rein. Dann abuse ich nachher nämlich doch den Sub-Modus Kabi. Ich lieb's auch, wenn der Chat halt aktiv ist und schnell ist, ne? Und im Sub-Modus, auch wenn ich beachtliche Sub-Zahlen hab, ist halt einfach manchmal weniger los. Klar, noch eine Menge los, aber weniger los. Ich will einfach einen schnellen, aktiven Chat. By the way, gibt es auch 5 Follow-Emotes-Chat. Ne? Das hat ja Twitch vor ein paar Monaten eingerichtet. Wenn ihr folgt, könnt ihr einfach 5 Emotes benutzen in meinem Chat. Hier nimm meinen Prime. Der schmeckt. Danke. Blade, Dexter und Prime. Danke für die frischen Subs und willkommen. Bounty Hunter 3001. Danke auch für deinen frischen Sub. Was passiert, wenn du dich neu. Also, wenn du dich wiedergeboren lässt? Wiedergeboren lässt? Das klingt wieder zeitlich nicht korrekt. Du kannst halt einfach deine Stats neu verteilen, ne? Ist mega geil. Da kannst du andere Builds ausprobieren. Godricks große Rune. Schnapp! Hey, Tasmania, den kennen wir doch, den Lümmel. Danke für die 10 verschenkten Subs. Chat, gönnt mal ein bisschen Support für den Brattern. Vielen Dank! Und wenn ihr einen Sub geordnet habt, dann bedankt euch bitte. So, Godricks Rune wieder anlegen. Zack! Die Runen hätten sie aber einen eigentlich lassen können, oder? Im New Game Plus. Runen, Bogen, Wolfkopf, Magic! Danke, danke, danke. Ja, die großen Runen hätten sein lassen können, finde ich. Ich überlege übrigens, Chat, bei dem nächsten Game, was wir komplett im Stream durchdaddeln und was dann hochgeladen wird, dass ich auch den Chat einblende.
nicht komplett den ganzen Chat, aber so 3, 4, 5 Zeilen, dass die Leute auf YouTube dann auch immer den geilen Vibe vom Chat mitbekommen. Weil ich erzähle, ich tue da manchmal, oh, was soll das denn? Ich tue manchmal was aus dem Chat durchlesen und die Leute im Nachhinein können es gar nicht, ja, gar nicht sehen, was da geschrieben wurde, teilweise geiles. Guck mal, wie tanky die Sacknasen einfach sind, ey. Einfach der fucking Hintereingang in die Akademie, ey. Boah, der wird ja auch ganz schön aus der Haltung gekloppt. Deshalb, die Waffe ist so stark. Fucking stark ist die Waffe. Schnell, schwer, Blutungsschaden. Danke für den Stream und die Ablenkung heute. Die geile Waffenfähigkeit. Ich küsse dein Auge. Und noch die Möglichkeit, sie einfach mit Fetten zu überziehen. Komplett irre. Danke für die Donation. Klick. Gerne, gerne. Dafür bin ich da. Muss ich ganz nach oben? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, das sieht nicht richtig aus. Huch. Kommt jetzt nicht der Wolf gleich? Ja. Da wird wahrscheinlich Feuer effektiv sein. Können wir uns ein Level-Up gönnen? Finde ich auch geil, dass man das bei Status sieht. War das schon bei den anderen Souls-Games auch so? Dass man bei Status gesehen hat, wie viel man braucht für einen Stufenaufstieg? Bro, die Waffe scaled auch so frech, ne? Einfach 180 schon. Geschicklichkeit einfach auf 71. Die Waffe scaled einfach weiter, weil sie, glaube ich, erst beim 80er das Cap hat. Ups. Ja, zauber mal. Hier. So brutal sterben, ey. Elden Ring als erstes Souls-like zu empfehlen? Absolut. Einmal das beste Game, was du aktuell eigentlich zocken kannst. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Absolut. Genial, das Game. So, irgendwo hier ist doch eine geheime Wand. Genau, Chat. Hier in der Akademie. Geheime Wand. Für einen saftigen, geheimen Talisman. Ah, Kometenspell. Und irgendwo ging es doch hier noch hoch. Ah, nee, da muss man nach oben, oder? Ah, nee, die Treppe nehmen. Genau, die Treppe. Und dann da hinten runter, da ist nochmal ein geheimer, ja, Ort, Pfad, wie auch immer. Und da gibt es dann noch einen Magier-Talisman. Leiter, Treppe, alles ist hier. Ja, zeig mal, was du drauf hast, roter Wolf Radagon. Gott, das tut mir ja richtig Aua machen. Gottlos. Also, Feuerfett gegen ihn macht Aua. Feuerfett verbrennt sein Fell. Boah, das Feuer sieht so gut animiert aus. Das ist auch in Demon's Souls so heftig. Demon's Souls sieht das auch so geil aus, wenn man die Waffe mit Feuer überzieht. Ah, die Stelle da bleibt nicht so spaßig.
So, und wenn ihr hier rüber springt und dann da vorne links, gibt es auch noch einen Pfad hin über die Dächer, wo ihr dann nach oben in so einen Turm kommt. Und da gibt es auch einen saftigen Talisman. Und irgendwie hier kann man drauf, Chat. Muss mal ein bisschen Sprungeinlagen hinlegen. Und da kann man einfach den Shortcut hier aufmachen von der anderen Seite. Und kann die Kugel skippen. Ich weiß nicht genau, wo man drauf springen muss. Hier? Ja, kann ich stehen. Scheiß drauf. Wann der Sekiro Platin Run kommt, irgendwann demnächst. Na, Swarty, wie ist das Leben mit Steinen so? Erzähl mal. Wirklich absolut verdient, mein Bester. Ich hoffe, du bist happy, Trix. Keep rolling, rolling, rolling. Boah, jetzt wird erstmal der Ritter vermöbelt, Chat. Oh mein Gott. Und zwar sogar mit dem Ding hier. Oh ja, der hat's nämlich verdient. Der hat's nämlich verdient. Oh ja. Ja. Nimm ihn. In den Mund. Oh. Ja. Ehre wiederhergestellt. Wie stark ist eigentlich Scharlachfäule, Chat? Ich hab's nie benutzt. Ist Scharlachfäule gut, wenn es beim Gegner tickt? Oder dauert der Effekt deutlich weniger an als bei uns? Ist echt stark? Nie benutzt, Digga. Perfekt. Man könnte ja sogar, wenn man eine Giftwaffe hat, noch Scharlachfett drauf machen. Dann könnte man den Gegnern doppelt vergiften, ne? Das geht ja bei uns selber auch. Dann hat man einfach Scharlachfäule und Gift am Ticken. Ist wahrscheinlich gegen Bosse mit richtig viel Leben stark. Ja, moin, Chat. Nie benutzt. Erstmal alle Fette durchprobieren. Warum habe ich denn vom Blutungsfett nur 2? Bleibt das Handwerksrepertoire? Das bleibt. Blutfett. Ein Wurzelharz. Macht ganz böse Ticks übel strong. Dann rüste ich's mal aus. Alles mal probieren. Aber ich mache aktuell so viel Damage, dass der Boss sowieso nicht lang genug überlebt. So, Chat. Und jetzt pass auf. Five-Head-Trick bei der zweiten Phase. Und zwar fuckt sie euch ja richtig ab mit ihren Beschwörungen. Wir machen nochmal, wir schauen uns nochmal die Zwischensequenz an. Und die Wölfe sind richtig OP gegen sie, weil es sind 3. 5. Und die kleben die ganze Zeit an ihr dran. Die Wölfe sind aber durch diese Sprungangriffe stark genug, um ihre Haltung, also um sie aus der Balance zu schlagen. Und dann kommt sie nicht dazu, irgendwas zu casten. Hö, da waren wir gerade noch zu sehen. Da, fuck. Sakura, danke für die 5 verschenkten Subs. Gönnt man mir wie eine Bombe. Upon my name is Rani the Witch. Brauchst nur am Anfang ranlaufen und draufhauen.
Ja, jetzt mit der Stärke, die ich habe, mag sein, ja. Aber sie portet sich ja weg. Danke nochmal für 5 Verschenkte. Nochmal ein Yippie und eine Bombe für Kedo Moni. Danke für die 5. Willkommen. Ja, im ersten Run hat die mich noch ordentlich mit Magie weggeschallert. War aber auch mein Problem, dass ich selber Magier war. Und Magier haben logischerweise hohe Resistenzen gegen Magie, weil Weiß halt auch die Magieresistenz erhöht. Na, jetzt reicht hier aber mit den Subbombs. Was ist denn da los? Also mein Terrakus ist das weggeschmissenes Geld. Drymax, danke auch für die 5. Sakura, danke nochmal für 3. So, jetzt gucken wir nochmal. Ihren Bruder Wilf. Seht ihr, die Wölfe kleben die ganze Zeit an ihr dran und sie beschwört nichts. Erst recht spät. Bleibt gefährlich, die Schwester. Der Damage, so gottlos. Wunderschöner Vollmond. Ich glaube, so richtig schwer wird es dann halt auch erst im New Game plus 2, 3 oder so. 140.000 Seelen. Da macht man den ein oder anderen Level Up schon nur durch die Bosse, ne? Jawohl. Ist weniger, als ich ja, brauche. Ja, und hier, Chat, wenn ihr sie gelegt habt, sie bleibt als Händlerin. Und dann könnt ihr hier Wiedergeburten machen und könnt dann eure Stats neu verteilen. Wie ihr wollt. Ihr könnt nur nicht unter den Minimalwert eurer Starterklasse gehen. Ihr braucht dafür eine Larventräne und die gibt's oft genug im Spiel. 15 Stück oder sogar noch mehr. Ich habe jetzt auf dem Char noch 10 Stück auf Tasche. Könnt 10-mal mich wieder. 10-mal eine Wiedergeburt durchführen. So. Jetzt müssen wir in die Hauptstadt. Müssen wir das Portal benutzen, ne? Zur Kirche der Schildkröte. Zehn maximal gibt's. Sicher? Als ob ich alle gefunden habe. So, Chat, ich gehe ganz kurz nochmal auf Toilette und dann machen wir weiter auf entspannt. Ah. So. Hier lang. Falsch. Sicher, dass man pro Run nur 10 Stück finden kann? Also, wenn man 10 Stück gefunden hat, kriegt man dann keine mehr oder was? Aber ich habe dann 11 gefunden, weil ich habe eine Wiedergeburt durchgeführt. Ich habe 10 Stück auf Tasche. Vielleicht... oder bin ich lost? Vielleicht findet man dann neue, wenn man keine 10 auf Tasche hat. Wisst ihr, wie ich meine? Lauf das Stück kurz. Ob ich noch einen Glaubensrun mache? Ja. Aber da muss ich erstmal lesen, wo die ganzen geilen Wunder sind, weil das weiß ich noch lange nicht auswendig. Platin Waiting Room. Wir sind gleich fertig, Bro. Ach, die Gnade habe ich nicht gehört. Geholt. Warum ich die Waffe spiele, weil ich hier noch Effekte nutzen kann. Aber ich habe hier meine absolute Lieblingswaffe. By the way, auch meine absolute Lieblingswaffe aller Souls Games jemals. Was eine wahnsinnig geile Waffe.
Durch die habe ich meine Liebe zu Großschwertern entdeckt oder halt zu schweren Waffen. Deshalb muss man auch mal noch einen dicken Dark Souls 3 Run machen mit einer schweren Waffe. Und einen Bloodborne-Waffe. Einen Bloodborne-Run mit. Wie heißt die Waffe da nochmal, Chat? Großlicht-Mondschwert? Hieß die Waffe so? Die Trickwaffe in Bloodborne, die du als klein, als Kurzschwert, normales Schwert benutzen kannst und als Großschwert. Genau, Moonlight Greatsword. So eine schöne Waffe auch. Na, Ehrenbruder Schildkröte. Bringt euch Wunder bei. Und ein paar Magie-Spells. Und ihr könnt ihr auch immer wieder Bücher bringen. Für mehr Wunder. Ludwigs Blade auch geil, aber da müssen wir früh ins DLC rein, ne? So. Jetzt müssen wir hier zur Hauptstadt. Ah, scheiße, wir brauchen. Oh, kacke, Chat. Man kann nicht einfach so zur Hauptstadt. Wir brauchen. Das darf jetzt nicht wahr sein. Wir brauchen die beiden Siegel. Oder wir müssen oben rum. Und ganz oben. Oh Gott. Muss ich hier lang? So wie wir das erste Mal auch gelaufen sind. Hier lang. Bup, 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 bup. Welche Höhle, Chat? Du kannst am Wasser in die Schlucht reiten. Am Wasser in die Schlucht. In die hier? Da? Abgrund. Abgrund, Abgrund, Abgrund. Habe ich das nicht entdeckt? Wo der Fluss ist. Hier? Ah. Okay. Nutzen wir wohl doch den Hintereingang. Twitch? Chat? Weise. Hm, dann hätten wir. Obwohl, doch, man kommt. Kommt man jetzt eigentlich wirklich nur in die Hauptstadt, wenn man zwei große Bosse gelegt hat oder was? Ansonsten haben wir die jetzt umsonst gemacht. Nö. Hydriere dich. Nichts da, Bro. Hol die beiden Siegel, ist doch ultra easy. Ja, aber wenn man da durchkommt, ist die Höhle lang? Eigentlich nicht, oder?